Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen mit dem neuen Nun auf BBE, leider ohne Skin. Ich bin unverbesserlich, aber dafür sieht er trotzdem ziemlich cool aus. Und ich bin schon etwas, ja, gespannt, wie diese Runde laufen wird. Denn das Ganze hat schon... Halt, stopp. Ich snack dich. Ja. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ne, was ist denn hier schon wieder mit dem los? Wir haben hier übrigens auch den neuen Talon-Skin. Sieht bisher eher aus wie so ein Mathematiklehrer oder sowas mit so einem Lineal in der Hand. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zu Nunu. Ganz kurz, ganz fix. Und zwar bekommt er 20% Attack Speed und Movement Speed, beziehungsweise, nee, Quatsch, 20% Attack Speed, 10% Movement Speed. Fressen ist unter 50% verdoppelt, ja. Macht sogar auf Level 1 340 True Damage. Ist, glaube ich, relativ ähnlich zum alten. Das heißt, wir können ihn hier direkt mal snacken. Ich habe keine Ahnung, welche Runen man mitnehmen sollte. Also wirklich gar keinen Plan. Das heißt, ich habe mal Predator mitgenommen. Weil eine Überlegung, die ich habe, ist, dass der Schneeball eventuell größer wird oder schneller rollt. Also ob das mit Predator synergiert. Das ist die Überlegung gerade. Ja, wir haben hier Best Lee Sin Brasilien im Gegnerteam. Und den werden wir jetzt erstmal counter-jungle. Wir gehen jetzt direkt mal hier. Na, ich glaube, man kann damit ganz gut um die Ecken. Na, das heißt hier... Ne, interaktives Gameplay, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Ne, das macht schon mal Spaß, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Damage das gemacht hat. Ist die Frage... Also, ich weiß nicht, ob das Sinn macht jetzt. Also, wahrscheinlich macht es schon Sinn, weil wir gleich Taunty damit töten müssen. Beziehungsweise zumindest CC'en müssen. Zack, ne, das kann er immer noch. Man kann auch relativ gut damit um die Ecken, weil man dann natürlich auch relativ langsam ist. Zack. War ein bisschen komisch. Ich habe mich irgendwie kurz nach hinten gedreht. Müssen wir mal gucken, ob das immer so ist. Also bisher gefällt es mir ganz gut, muss ich sagen. Na, wir schauen mal die E, wie viel Schaden macht die 16? Das ist nicht viel. Na, wir können mal für den Top-Lane-Gank gehen, Leute. Na, ja, so ein Yasuo, den gankt man doch gerne. Die Frage ist, ich weiß nicht, wann ich es anmachen soll. Jetzt machen wir es einfach mal an. Na, biggest snowball ever, boy. Boy, boy, boy. Welcome, welcome, welcome. Oh, was? Bumm. Komm schon, komm schon. Oh, er flasht. Oh. Ich könnte eigentlich gar nichts. Ich habe 1000 Jahre Cooldown auf alles. Flash Out Attack wäre das Einzige. Wenn ich ein bisschen besser rankomme. Ja, ein Out Attack. Gib mir ein Out Attack. Out Attack. Wo ist Out Attack? Out Attack. Naja, das ist bisher ganz cool. Da hat man... Oh, die Range von der E ist auf jeden Fall super verdummt gering. Bisher, holy shit, überkrass ist... Ich meine, klar, Yasuo, ne? Wir kennen ihn. Aber überkrass. Ne, ich glaube, die W, muss man ganz klar sagen, hat man gutes Counterplay dagegen. Auch die Hitbox, ich habe es ganz kurz vorher getestet, ist ein bisschen rigged. Ja, also, ja, ich kann euch das mal zeigen. Man kann so ein bisschen hier so durch dieses... Okay, das war jetzt ein bisschen bad. Aber man kann so... Teilweise berührt die Schneekugel die Wand und man kommt trotzdem durch. Ja, das werdet ihr vielleicht hier und da nochmal sehen. Schauen wir mal. Wir rollen jetzt mal einfach zu unserem Blue Buff rüber, würde ich sagen. Falls er noch da ist, vorausgesetzt. Man kann mit der Kugel auch... Ich meine, wir kriegen auch mehr Movement Speed, oder? Am Anfang haben wir 200, Leute. Ganz kurz 200. Man kann, ja, man kriegt mehr Movement Speed. Man kann also schneller zu seinem Buff rein in der Theorie. Und ihr seht, man kommt relativ gut durch den Jungle durch. Na, scheiße, hier ist alles weg. Unten ist Action. Ich könnte, aber der ist RIP. Der ist Ripperoni. Werfen wir nochmal die Schneebälle. Wie viel Schaden machen die jetzt? Ja, ne, ist... Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen. Jetzt meinten wir mal hier weg den Boy. Und dann schauen wir mal. Ja, also wir kaufen uns jetzt direkt mal Predator. Ich weiß halt nicht. Es könnte halt sein, dass es zusammen synergiert mit der W. Muss eigentlich muss es synergieren. Na, könnte lustig werden. Ich habe ja auch in den Runen noch Nimbus, was mir auffällt, macht gar keinen Sinn. Ich war völlig überfordert mit den Runen. Ich hatte noch 3 Sekunden Zeit oder so und musste die da machen. Na, das war auf jeden Fall... Gehen wir die Machete, die war damals auch schon immer gut. Na, jetzt können wir eigentlich schon losrollen damit, ne? Dann kriegt man ein bisschen Movement Speed dazu. Aber was mache ich hier? Oh, what? Oh, ich habe auf die Map gedrückt. Ha, never mind. Ist das Ahri Botlane? Ahri Vega Botlane, ne? Wir kennen es, Leute. Wir kennen es. Das heißt, wir rollen mal hier rüber. Der müsste da sein. Zack. Müssen uns gleich auf jeden Fall mal anschauen, ob es Sinn macht, die W zu maxen und wie viel Damage dazu kommt. Na, das wäre auch wichtig. Oh, die E muss man auf jeden Fall zeitig nutzen. Das kriegt man nicht alle 3 durch. So, gucken wir mal. Bei der Q kriegen wir
160 Non-Champion Damage dazu. Und 40 Schaden auf Champions. Das ist eigentlich ziemlich gut. Die W kriegt 40 Maximum Damage dazu. Na, wir kriegen hier 40 dazu und hier 40 Max Damage. Also auf jeden Fall die Dings maxen. Wir können ja mal auf die Botlane rollen, Leute. Wir machen jetzt mal hier mit dem Ding zusammen Predator an. Und let's go. Na, wir haben eine Movement Speed von 568. Ich bin der Rollmeister. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Schneekugel. Eine Lieferung für Sie. Hallo, könnte ich bitte? Okay. Also das Synic, ich sehe jetzt schon den 1500 Movement Speed Nunu, Leute. Vielleicht sogar schon in diesem Game. Ja, mal gucken. Wobei die bisher ziemlich auf den Sack kriegen, muss man sagen. Ne, aber... Holy Camoli. Guten Tag, einmal bitte die Pizza. Pizzadienst. Pizza? Stoppen Sie das? Ah, okay. Also, naja, ich meine, ich habe auch keine Items. Na, wir haben... Oh, ich habe sogar noch den Kill bekommen. Ja, der wird noch geroutet. Lee Sin, ja, best Lee Sin Brasilien. Also ich habe keine Items, muss man natürlich aufpassen. Ich war eigentlich am überlegen, ob ich mir Tiamat kaufe. Weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich brauche, aber ich glaube, wir gehen... Nee. Wir gehen mal das Sunfire-Item. Ich denke... Die Frage ist auch, wie gut das alles mit AP skaliert. Wir haben ja 13 AP. Wir können ja jetzt mal sehen. Stopp. Plus 57? Wir haben 38 und das hier hat plus 57. Wichtig, Max-Damage immer, ne? Scaled also super geil. Das hier scaled super kacke. Scaled aber auch mit Leben gleichzeitig. Und das hier scaled ultra kacke. Das hier scaled mit HP. Ne, stopp mal. Das Schild ist mit HP. Und... Oh, lol, meine Schneekugeln. Den nimmt Snacken. Zack. Boah, der macht gut Schaden. Wir gucken mal, wie gut der AOE für die... Nevermind. Gehen wir hier rüber. Und das hier scaled auch ziemlich gut. Geiles AP-Scaling. Geiles AP-Scaling. Geht so. Also 50% ist halt nicht so gut eigentlich. Und das hier ist richtig kacke. Na klar, kann man öfter benutzen, aber trotzdem richtig kacke. So, Schneekugel. Bapapap. 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 Snacken wir auf. Also, ne, Jungle Key ist echt gut. Und das Ding ist, ich muss jetzt einfach schon sagen, ich kann es jetzt schon safe sagen, das Rework ist einfach schon 10 von 10 wieder. Der alte Nunu ist langweilig, der Scheiße würde ich niemals spielen. Diesen Champion werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber er macht trotzdem Bock. Na, ich werde ihn nicht spielen, weil ich Tanks hasse. Aber es ist trotzdem ein cooler Champion. Na, da ist auf jeden Fall was los. Guten Tag, ich habe Ihre Lieferung. Einmal bitte. Einmal bitte Pommes mit Mayo. Guten Tag. Oh! Getroffen. Na, jetzt kriege ich noch Schneebälle ab. Bapapap. Oh, was? Ja, okay. Der ist RIP. Na, wir haben auch Predator wieder ready. Wir können mal gucken, wie gut der... Ah, ich habe jetzt das Feuerding, aber wie gut der AOE clear ist. Na? Also, ja, ist okay. Also, wir machen halt 20 Damage. Das geht mit AD. Das ist halt übel komisch. Das heißt, wir haben alle Scalings. Wir haben AD-Scaling. Wir haben hier AP und HP-Scaling. Und hier haben wir auch nochmal HP und HP und AP. Na, alle möglichen Scalings hier am Start. So, dann, eigentlich müsste man noch mit Ghost spielen. Wieso hat der dieses Zeichen über seinen Kopf? Hat das was bedeutet? Das ist... Ach so, wenn wir den angreifen, dann verteilen wir den Buff auf unsere Verbündeten. Ja, okay. Na, das ist okay. Bap, bap, bap. Ne, aber die Reworks, aktuell wie Riot die Reworks macht, gefällt mir wirklich richtig gut. So, Leute, wir bringen mal wieder was rüber. Predators an und die Schneekugel auch. Na 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 na. Zack. Der Schaden, der ist ja auch mal nicht schlecht, kann man sagen, ne? Der ist mal nicht. Peng. Schneekugel. Na, oh. Ja, okay. Ach so, stimmt, man kann die Schneekugel übrigens werfen, habe ich schon voll vergessen. Ist der neue Nunu etwa komplett broken? Zerstört dieser Champion LOL? Fragezeichen. Wir machen jetzt, wir probieren was aus, Leute. Mechanik am... Ne, keine Mechanik. Ich wollte eigentlich ihn hochrollen und dann ihn hier, aber nö. Keine Mechanik. Aber wir können ihn binden. Nice. Ich hätte noch ein paar mehr Schneekugeln werfen können, aber die machen ich keinen Damage. Ich glaube, die Kugeln sind halt echt nur zum Markieren da. Damage kommt da nicht so richtig viel. Peng. Also auch dafür, dass die W ne, so wenig Punkte drin ist, macht die halt... Dein Ernst?
Ja, vielleicht. Ich bin weg. Tschüss. Later, 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 later. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Ich bin raus. Könnte man aber als Escape-Tool bestimmt benutzen. Ist relativ ähnlich zu Sion. Hier. Bababab. 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 Ha. Jetzt muss ich hier eine Runde drehen. Okay, das klappt nicht. Das klappt nicht. Naja, okay, ich bin mal im Shop. Wir haben 2000 Gold. Es gefällt mir auf jeden Fall soweit. Ziemlich nice. Ja, wir können mal hier das Sunfire-Ding kaufen. Kaufen uns auch mal. Leute, wir gehen jetzt richtig auf Rasierung. Mobilitätsschuhe. Und kaufen uns jetzt Right. Naja, Right ist, glaube ich, vielleicht nicht. Gibt es da irgendwas, was Movement Speed gibt? Jumus könnten wir kaufen. Aber. Vielleicht gibt es ja. Wir könnten einen Spellbinder oder sowas kaufen. So, jetzt, ne? Sieht nach Troll aus. Ist Troll. Aber Nunu war schon immer Troll. Sind wir ehrlich. Nunu war immer schon Troll. Ne, aber hier, worauf ich hinaus wollte. Leute, das ist ein Level 2 Spell und er macht 225 plus 119. Klar. Normalerweise habt ihr keine AP. Ich habe jetzt Glück, dass ich hier irgendwo 80 AP habe. Woher? Woher habe ich 80 AP? Ah, hier, okay. Also wir haben 30 hier und 5, 19 da. Achso, durch die Runenkombination wahrscheinlich. Das kann sein. Ne, aber Leute, let's go. Der ist, ich hoffe, wir holen den ein. Ja, wir sind schnell. Wir sind schnell. Wir können damit auch direkt Last hitten, Leute. Blub, blub, blub. Oh, okay, noch, reicht noch nicht. Vielleicht ist er noch irgendwo hier. Ja, okay, schade. Naja, aber, den Schaden finde ich halt trotzdem ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, der gefällt mir. Wir können ihn binden und jetzt machen wir das, Leute. Das ist eine gute Mechanik. Mechanik of Doom. Richtig gute Synergie. Holy Mamoli. Ich meine, ist ein Yasuo, klar. Aber die Synergie ist super geil. Holy. Ich bin raus. Tschüss. 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 Und jetzt werfen wir die Kugel. Aber noch ein Stück. Ah! Na, okay. Na. Bapapap. 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 Ich denke, das war auch wichtig, dass sie das nicht. Hätten sie da. Wäre dieser Spell krass, dann würde es halt Midlane Nunu geben. Ich glaube, es wird auch von mir Midlane Nunu geben. Aber grundsätzlich muss man sagen. Na, also, ich glaube, Full AP Nunu wird Troll sein und wird Inten wie immer. Ups. Aber ich glaube, ich Int gerade auch. Wobei, nö. Der Slow ist halt. Slow ich eigentlich? Ja, ich glaube schon. Bro, Sion! Help! Okay, ich bin tot. Naja, ich bin tot, RIP. Ich bin RIP. So. Punkt Nummer 1 Q, wie wir. Hier kriegen wir halt, ne, das ist schon nicht. Ist schon nicht bad. Also, der Base Damage ist halt echt gut. Maxen macht aber trotzdem keinen Sinn. Weil der startet halt einfach sehr hoch mit dem Damage der Spell. Na, was kaufen wir jetzt? Wir könnten halt. Oh, Shurilias, Leute. Mm. Lecker, lecker Shurilias. Eigentlich müsste ich Full AP gehen. Aber so ein Gameplay wird es mit Sicherheit noch geben. Ich meine, der Damage ist jetzt schon krank irgendwie. Klar, ich bin 5-2, aber trotzdem. Ich finde es schon echt heftig. Könnt ihr mal gucken, ob wir hier so das hinkriegen? Celerity noch dazu, Alter. Holy shit, Leute. Die Celerity Todes-Schneeballkugelbombe. Peng, 400 Schaden. Okay, der kriegt auch mehr Damage, das wird fair sein. Na, der hat ja keine Magieresistenz, negative sogar. Zack, den haben wir gesnackt. Wir können ja gucken, wie das so klappt, ne? Wir durch hier. Vielleicht können wir den dann noch reinwerfen, ich glaube nicht. Nee. Aber also, die Synergie gerade, die kam halt auch komplett so irgendwie so aus dem Kopf so. Die hat halt übel gut gefunkt. Also, den Gegner routen hält zwar nur eine Sekunde, aber in der Zeit kannst du halt deine Ult channeln. Bam and the bam, bam. Na, das finde ich nicht schlecht. So, wir gehen jetzt immer Bot. Wobei, Shurilias kostet 600, Leute. Dann sparen wir noch eben 600 Gold. Rollen einmal hier durch die Minions durch. Zack. Oh, dann flasht die direkt. Der kann auch mal sehen. Ist nicht schlecht eigentlich, ne? Ist nicht schlecht, aber ich wollte nur die Minions haben. Mehr will ich gar nicht. Okay, die macht echt halt gar keinen Schaden. RIP. Den haben wir gesnackt. Oh, das reicht nicht. Das reicht nicht. So. So, Leute, wir gehen. Ich sehe mich auf der Botlane, Leute. Ich sehe mich auf der Botlane. Bin unterwegs, bin unterwegs. Nicht, mach das nicht. Oh, Midlane. Oh, der ist sowieso RIP.
Oh, Leute. Ach, Leute. Wenn es ganz schlecht läuft, dann kommt jetzt gleich das Render. Deswegen müssen wir echt aufpassen. Wir müssen eigentlich noch dieses Move and Speed hier Ding hier mitnehmen. Ich weiß aber nicht, wo der Gegner kommt. Der muss von unten kommen. Oh, ein Airdrake. Den könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Der gibt mir noch mal ein bisschen, ne? Ich glaube, ich bin auch die einzige Person, die sich über Airdrakes freut. Na, schaffe ich das hier? Nee, schaffe ich nicht. Never mind. Never mind. Ne? So, den snacken wir. Zack. Okay, das war sahnig. So, Leute. Let's go. Ist da ein Turm? Ja, ist noch ein Turm. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir starten hier. Die laufen jetzt halt alle durch den Jungle. Ich glaube, im Jungle ist halt wirklich schwierig mit der Kugel, ne? Sehr schwierig. Wirklich sehr schwierig. Aber Yasuo kommt jetzt in die Mitte. Leute, chillt euch mal kurz. Leute. Geht mal weg da. Na, ich spiele übrigens, hab ich voll vergessen, mit Premade zusammen, ne? Ja, do it easy and blablabla. So. Wir gehen jetzt einfach auf Rambo. Da wird schon einer sein. Ah, viel zu schnell! Viel zu schnell! Oh lol, man kann sogar über Terrain? Hä, what? War das ein Bug? Vielleicht sieht mich hier keiner. Boah, der Heal! Der Heal! Schnell! Schneller! 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 Roll! Roll! No! Schade. Also okay, zu viel Move and Speed ist definitiv nicht gut, weil du die Kugel dann halt nicht mehr kontrollieren kannst, kann man sagen. Wir müssen halt echt gucken, ob man über Terrain drüber rollen kann. Das war halt... Ne, das sind ja wichtige Sachen, das mache ich ja echt extra für Forschung und dies alles hier. Das ist ja kein Troll, sondern das ist wichtig, um irgendwann mal zu wissen, was genau Sache ist, ne? Also hier drüber sind wir safe drüber gerollt. Wobei das eigentlich dann ein Bug wäre, weil das ist... Es gibt ja vielleicht Situationen, da willst du, dass das Ding da dran abknallt. Wir können es ja hier in der Basis machen. Vielleicht ist das ja erst bei einer gewissen Größe. Ja, wenn die Kugel wirklich riesig ist, aber... Na, hier bin ich. Vielleicht war es auch die Hitbox, die ich besprochen habe, ne? Es kann sein, dass die Hitbox so groß war, dass ich halt so hier über so eine Ecke gerollt bin. Bin mir nicht sicher, aber kann sein. Oh, ich kann Shorelias nicht aktivieren. Aber da kommt ein Yasuo. Da kommt ein Yasuo. Guten Tag, ich hab was für Sie. Oh, die Windwall. Aber es hat ihn trotzdem noch hochgenockt. Trotz der Windwall. Oh nein, komm schon, komm schon, komm schon. Bleiben Sie bitte hier. Da ist eine Shorelia, Irelia. Na, es hat ihn trotzdem hoch... Aber wurde es denn jetzt abgeblockt oder nicht, ist die Frage. Das ist die Frage, die uns alle fragen. Bapapap, bapapap, bapapap. Da unten ist Action. Wir können ja mal versuchen, ob das klappt. Na? Guten Tag. Okay, das war nix. Gehen wir zu. Das war nix. Aber dafür... Also, ich meine auch, dass Nunu jetzt mit seiner Q-Damage machen kann, ist halt einfach 10 von 10, weil... Ja, ne? Dadurch hat der halt einfach mal richtig geiles Potenzial irgendwie gefühlt. Oh, direkt in sein Gesicht hier rein. Leider nicht so viel Damage, aber ist okay. Auto-Attack. Ne, wundert mich, dass die Gegner nicht zu rendern, ne? Ich find's ja cool. Ich find's nicht schlecht, aber wundert mich ein bisschen. Na? Lasst ihr mich wohl in Frieden? Zack. Ne, ich meine auch an sich so, diese Animation, ich habe noch gar nicht genau alles gesehen. So, wie hoch ist der CD? 12. So, was haben wir denn? Ja, ich denke, ich weiß, worauf wir gehen, Leute. Na, wir gehen schön Spellbinder. Einfach mal, ja klar, ich meine, einfach mal wegen dem Damage zum Gucken. Ja, das ist schon crazy. Nimbus plus meine Ult ist einfach die beste Synergie, die es hier gibt. Best Synergie, wo gibt. So, wir gehen mal, wir rollen mal hier durch. Also man slowt sich nur kurz am Anfang. Also es ist wirklich wenig. Na.
Ist das denn jeder Schneeball macht 16? Müssen wir jetzt mal gucken gleich. Also das heißt, dass die erste... Das würde Sinn... Also nee, das wäre sogar broken, glaube ich. So, wir bleiben mal. Wir laufen mal weg. Bap, bap, bap. 30, 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30. Keine Ahnung. Kann sein. Kann sein. Weiß ich nicht. Vielleicht treffen wir ihn noch. Vega! Welcome! Vielleicht ist er hier im Busch. Ich glaube, der ist hier im Busch, Leute. Der muss da drin sein. Oh, later. Later, later. Aber ist bestimmt cool, wenn du nachher über die Minions drüber rollst und die einfach alle direkt sterben. Das könnte man halt auch vielleicht in der Mitte als Wavekill ganz ordentlich anwenden, ne? Rollst da drüber. Blub, blub, blub. Blub, blub. Zack. So. Ja, wir können mal gucken, dass wir jetzt mal hier das Ding ein bisschen in eine gewisse Richtung bringen. Ne? Wir können ja, glaube ich, hier was machen. Wir können mal hier ein bisschen fighten. Na, ich denke mal, die Gegner kriegen ja eh schon ordentlich auf den Sack. Auf den Hacky-Sack. Na, wir gehen einfach mal YOLO. Und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht gehen wir einfach mal... okay, nee, zu spät. Zu spät. Vielleicht bringen wir Weiger die Kugel ja vorbei. Feuer! Okay, das hat nicht getroffen. Jetzt pass auf, Leute. Das hier, den Slow drauf. Den Slow drauf. Und die Ult. Ja, ist okay. Ist okay. Na, ich meine, ich bin ja nicht Full AP. Ich meine, ich hätte mir ein bisschen mehr erwünscht, muss ich sagen. Was steht beim Damage bei? Okay, ne, 925 plus 395. Also, ist der denn tanky, der Vega? Okay, Leute. Er hat eine Warmox. Dafür war das echt okay. Der hat einfach eine Warmox, der Boy. Das war wirklich absolut in Ordnung dann. Ist natürlich, der hat einfach eine Warmox. GG. Der hat noch nicht mal genug HP für seine Warmox, oder? Das ist einfach PBE, Leute. Auf dem PBE spielen die Leute halt wirklich, ne? Da bist du mit jedem Champion broken. Wirklich mit jedem. Weil die Leute einfach spielen wie, ja, weiß ich nicht. Als hätten sie halt nur drei Arme, ne? Also, einen, meine ich. Als hätten sie nur drei Arme. Na, ich hätte auch gerne drei. Wieso Victor hinten noch so einen drauf? Der einen so gerne kraulen könnte oder so. Und das ist halt wirklich das Ding. So. Einmal Schneebälle. Gesnackt. Der ist halt wirklich sautanky. Der ist tankiger als Irelia, der Boy. Lass mal jetzt hier Gas geben, Leute. Hup. Na, rollt auch super weit noch, ne? Ich meine, es rollt immer weit, je größer die Kugel ist, umso weiter rollt sie auch, aber ist schon nicht schlecht, ne? Ist schon nicht verkehrt. Ah, die Windwall. Ja, wir müssen jetzt mal was machen, Leute. Lass mal enden hier, schreiben wir mal, ne? Lass mal was machen. Ich würde gerne nochmal eine geile Ult durchbringen. Da würde ich mich sehen. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Guten Tag. Wir müssen ihn irgendwie outplayen. Oh ja, das geht. Zack. Alter. Junge, warum bist du so tanky? Stoppen Sie das sofort. Schneekugel hier drauf. Schneekugel hier drauf. Schneekugel da drauf. Und gebindet. Zack. Und raus. Und wieder rein. Es lebt keiner mehr. Es lebt keiner mehr. Es lebt keiner mehr. Aber hier habt ihr gerade ganz kurz gesehen. Ne, man kann. Und die Kugel war auch schon zur Hälfte in der Wand drin. Also, die Hitbox der Kugel ist in der Mitte der Kugel. Ne, es klingt jetzt verrückt, aber. Also, die Kugel ist nicht so groß, wie die Kugel eigentlich ist. Zumindest die Hitbox ist nicht so groß. Das müssen sie ändern. Das finde ich nicht so gut. Das sollten sie auf jeden Fall noch machen. Das sollten sie auf jeden Fall noch machen. Können wir Spellbinder fertig machen. Problem ist, Spellbinder kriegen wir halt niemals hochgesteckt. Niemals im Leben. Und ich hoffe, ich komme weg. Nö. No. No, ich wollte gerade flashen. So, Spellbinder ist fertig. Wir können halt jetzt nochmal ein bisschen AP kaufen. Vielleicht so ein Stab. Ne, ein Stab tut gut. Ja, oder kaufen wir das hier. Ne? Können wir, glaube ich... Nicht wirklich was rausbauen, aber ist okay. Ich denke mal, wir sollten jetzt eh enden.
Super Smash. Ich finde, achso, wie sieht jetzt eigentlich der Talon-Skin aus? Ihr könnt es gerne bewerten, wie ihr den Talon-Skin findet. Ja, wir müssen ihn gleich mal anschauen, wenn er lebt, aber... Also ich hab jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, deswegen kann ich es noch nicht... Oh, leider. Deswegen kann ich es noch nicht so gut beurteilen, aber... Ja, so unglaublich geil finde ich ihn, glaube ich, nicht. Na? Also mich haben ja sehr viele gefragt, hey Tobi, was hältst du von dem Skin? Also ich finde, grundsätzlich erstmal passt das, glaube ich, nicht so richtig krass zu Talon, weil Talon ist halt so ein Badass und das ist so ein Blümchen-Skin. Na, deswegen... Bin ich mir dann dessen noch nicht ganz sicher. Also wenn du die Kugel halt wirfst, kannst du die Strecke halt nochmal richtig weit... Kannst du halt nochmal richtig viel Strecke dazu gewinnen. Das ist echt nicht schlecht. That is not bad. So, wir gehen jetzt für die finale Kugel, Leute. Wir machen noch ein paar Stacks hier. So, was müssen wir machen? Predator an. Das, das und W. Na, let's go. Movement Speed sagt 700. Movement Speed sagt schwer zu kontrollieren. Bom! Okay. Ich bin raus. Aber wir können uns jetzt mal heilen. Ja, der hier hat Bock. Wir können, den würde ich gerne ulten. Oder irgendjemanden. Aber den da oben würde ich gerne ulten. Ja, vielleicht kriegen... Das machen müssen wir nochmal durchbringen, Leute. Komm. Aber wir brauchen unsere E dafür, sonst klappt es nicht. Kann ich den Minion haben? Nom. Alter, der Heal ist echt gut, Mann. Ah, okay. Nee, das war bad. Das war bad. Aber mach ruhig mal zu Ende. Endet das. So, ja, war eine, auf jeden Fall, also ich muss sagen, der Champ hat, also die Reworks sind echt gut, weil sie bleiben, es bleibt halt wirklich die Seele von Nunu enthalten, dieses Counter-Jungling, was er ist und dieses Trollige und du kannst wahrscheinlich immer noch Disco-Nunu spielen, das geht wahrscheinlich nach wie vor und es macht aber auch super Spaß, genauso wie bei, also aktuell Reworks top-notch, richtig gut gemacht von Riot. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu droppen, auch zum Talon-Scan. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.